Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, es wurde mal Zeit, dass ich meine Absauganlage austausche und da habe ich mir jetzt eine zweite von Holzmann geholt, die ABS 3000. Die habe ich mir ja schon drüben für die Drechselbude geholt und hier für die Werkstatt hatte ich noch so eine alte Gülle HA 1800. Hat nicht so eine hohe Saugleistung und dementsprechend hat natürlich dann auch immer die Tischkreissäge ein bisschen rumgesaut. Ich hoffe, dass das jetzt besser wird. Ich gebe euch noch ein paar Daten. Also jetzt hier die Holzmann, die hat läuft auf 230 Volt, hat einen 1,5 kW Motor drin. Drehzahl ist bei 2950 Umdrehungen pro Minute. Filtersack, da habe ich mir jetzt hier so eine Filterpatrone geholt und zwar die kürzere. Die gibt es auch nochmal, ich glaube 1,10 Meter, 1,20 Meter, aber die passt natürlich dann nicht mehr bei mir im Keller. Aber die gibt es auch in kleiner. Hier oben das Teil ist, wenn der Filter zum Beispiel mal sauber gemacht werden muss, dann kann man den einmal drehen. Da ist so eine Lamelle, die an dem Vlies vorbei rauscht und damit dann halt das Filtervlies dann wieder sauber macht. Da ist aber auch ein ganz normaler Filtersack dabei, den man da drüber ziehen kann. Den habe ich zum Beispiel drüben an der Gülle dran. Ja, dann ist das Gestänge für den Filtersack dabei. Das ist halt bei mir über, weil ich halt die Filterpatrone habe. Und dann gibt es einen Spänesack dabei. Der ist mit 160 Liter, glaube ich, angegeben. Also hier stehen nur die Maße 500 x 850. Auf jeden Fall passt da ungefähr das Doppelte, mindestens das Doppelte rein, was jetzt bei mir in der alten reinpasst. Die Saugleistung oder die Absaugleistung ist bei 3000 Kubikmeter pro Stunde angegeben. Und ich habe die ja drüben schon in meiner Drechselbude und ich weiß, dass sie wirklich eine Saugkraft hat ohne Ende. Und deswegen habe ich mich da auch nochmal für die ABS 3000 entschieden. Ja, Lüfterraddurchmesser ist 300 mm und Gewicht 45 Kilo, wiegt die ganze Geschichte insgesamt. Der Schalldruckpegel ist bei 85 Dezibel angegeben und der Schallleistungspegel bei 96,3. Das werden wir auf jeden Fall gleich noch testen. Ja, dann bauen wir die ganze Geschichte mal zusammen. Ist eigentlich relativ schmerzfrei. Hier sind die Seitengestelle, wo die ganze Geschichte drauf kommt. Hier habe ich die Bodenplatte. Da kommen gleich noch hier die Rollen drunter. Und ja, dann haben wir auch einen Absaugtrichter für drei Anschlüsse, 100er Anschlüsse. Kommt direkt darunter. Und ja, dann kommt der Motor auf dieses ganze Teil. Da sind wir eigentlich auch schon durch mit dem Thema. Filterpatrone drauf. Das war allerdings bei der ersten schon ein bisschen schwierig. Müssen wir mal gucken, wie das jetzt so wird. Ja, fangen wir einfach an zu bauen hier und machen wir erstmal hier die Rollen drunter. Ja, die Rollekasse habe ich drunter und als nächstes baue ich jetzt hier die Streben ein, die dann auch im Endeffekt die ganze Geschichte da halten. Schrauben und sowas ist alles mit dabei. Da braucht man also nichts selber irgendwie haben. So, Kamera weg. Also ich habe das letzte Mal so gemacht, das hat eigentlich auch ganz gut geklappt. Oh, das Moped hier raufgeholt. Und dazwischen gelegt.
unten können wir jetzt erstmal die Seite machen. Und dann können wir die ganze Geschichte hinstellen. Ja. So. Da wären wir eigentlich auch schon fast fertig mit. Jetzt wird hier unten die Absaugung noch dran gemacht. Aber dafür müssen wir erstmal die Schräubchen hier rausdrehen. So, Schrauben habe ich raus. Und ja, jetzt hier der Verteiler, der wird einfach dort runter gesetzt. Jo, fest. Ja, das ist das, könntest du noch mal einmal von innen zeigen. Die ist hier auch noch mal einmal komplett abgedichtet. So, dass da wirklich auch keine Luft noch irgendwie woanders hergezogen wird. Ja. Jo. Ja, hier die Spannringe sind zwei von direkt drauf. Einmal für den Filtersack, aber da ist auch noch einer separat noch bei. So, jetzt gucken wir mal, bevor ich mir da die Finger kaputt mache, nehmen wir doch mal einfach so was hier. Halt den mal hier hoch. Dann haben wir noch einen dritten. Jo, ist fest. Ist fest. Dann brauchen wir jetzt eigentlich nur noch den Sack darunter machen. Und dann können wir das Ding mal starten. Aber hier auf der Güde habe ich immer noch den allerersten Sack drauf. Den Sack, den leere ich ja so aus. Aber das ist schon wieder so unsinnig für mich, dann Holz und Plastik zu packen. Ja, wieso? Den Sack machst du doch leer. Den nimmt man raus und dann verwendet man ihn wieder. Ja, ja, klar. Okay, das meine ich. Aber man kann den nicht wirklich wieder verwenden. Ja, wie gesagt, ich habe am Güde, an der Güderabsauganlage habe ich immer noch den allerersten Sack drin. Ja, und das ist auch so eine Arbeit, ne? Für einen, der Mutter und Kind erschlagen hat. Ich könnte dir helfen, indem ich das voneinander festhalte, aber. Ja, musst du auch. Kann ich dir noch? So, ich habe den eigentlich jetzt rum. Ja, aber jetzt muss ja noch die. Genau, jetzt kommst du mit der Schelle da.
Ja. Die jetzt kaputt ist, nein. Oh, Alter. Die Spange ist außen, ne? Mhm. Ja, somit ist das da hinten wieder raus. Du musst auch hochhalten. Ja, wenn du daran rumruppst. So. Ja. Ja, die ist ja gar nicht fest. Jawohl. Nein. Ist das ganz hinten oder reicht so? Ne, mach mal ruhig bis nach hinten. Oder bis einen davor. Ja, ist zu weit. Ist zu weit, ne? Ja. Mhm. Ja, weiß ich doch nicht. Muss man ausprobieren. Nur vielleicht heute noch. Mir fallen die Arme ab. Muss man da ein bisschen locker lassen. Ich bin so weit von locker. Da glaubst du gar nicht. Ja, guck. So. Oh. Gut. So, dann gucken wir mal eben, ob das hier hinten auch drum ist. Natürlich nicht. Nö. So, das machen wir hier noch mal eben lose. Du musst die Kämmen weglegen. Das ist hier für Arbeit, eine Arbeit für zwei Mann. Ach nee, warte mal. Nee, doch nicht. Krieg ich doch nicht drum alleine. So, warte jetzt. Was soll ich jetzt? Halt mich hier den Ring hier fest. Ja, so festmachen. Das sieht gut aus. Ja. Müsste ja rennen, ne? Die ganze Geschichte. Wenn wir jetzt hier auf einen machen. Bitte? Nee, das kriegen wir jetzt mal raus, wie laut das ist. Weil ich habe ja diverse Messwerkzeuge. Unter anderem auch einen Dezibelmesser. Zack. Angaben stimmen aber. Angaben stimmen aber. 86, 87 Dezibel. Und direkt am Motor oder an der Lüftung habe ich dann 90. Also alles im grünen Bereich. Ja, jetzt müssen wir die eigentlich nur noch hinten aufbauen. Das mache ich aber nicht jetzt. Das mache ich später. Weil dafür muss ich die ganzen Waschmaschinen noch 10 cm weiter schieben, weil die Güte ein bisschen kleiner ist. Und mir fehlen 10 cm da hinten am Platz. Und den muss ich erst schaffen. Ja, und da steht jetzt die neue Absauganlage. Und das ist die ABS 3000. Und ja, hat dreifache Leistung und auch einen Sack 150 Liter passen da, glaube ich, rein. Oder 180, bin ich mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier schon einiges gesägt und auch gehobelt. Und ja,
Also ich denke mal, der kleine Sack da drüben, der wäre schon lange wieder voll gewesen. Und von daher bin ich jetzt eigentlich ganz froh, dass ich jetzt hier die neue habe. Ja, hier oben kann man den Filter sauber machen. Da sind Lamellen drin, die an dem Filter selber dran rumrutschen und somit halt auch den Filter dann wieder sauber machen. Und hier ist ja normalerweise der Schalter dran, aber da ich ja hier die Absauganlage hier bei uns in der Waschküche habe, weil ich hier drüben keinen Platz habe, habe ich mir den Schalter da drüben hingesetzt, da wo auch der alte war, und habe den halt jetzt hier, wie gesagt, abgemacht und drüben in die Bude reingesetzt, so dass ich dann von der Tischkreissäge dann oder vom Hobel aus dann die Absauganlage anmachen kann. Ja, kurzes Infovideo mal von mir, ja, würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video, ne? Bis dann, tschüss!